Hier, komm mal her. Das ist Jahresrückblick 2020. Und das ist das positive Ergebnis. Ja, du auch. Konkurrenz ist Ey, hallo, was machst du denn? Ja, Konkurrenz. Der will auch kuscheln. Ja, was hab ich mir dann bloß angetan? Was ist hier los? Wir haben für die Cookie, ja, das Weibchen, was manchmal frech ist, weil manchmal sehr frech ist, ja, wie jetzt auch, haben wir einen Mann organisiert. Und das ist der. Ist zwar klein geraten, aber. Aber wenn der groß ist. Ja, ich glaube, er wird nichts mit dem Weg. Cookie. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Gamp-Lintfort. Und mit diesem Video wollen wir uns bei euch verabschieden vom weniger schönen Jahr 2020. Ja? Wirtschaftlich gesehen, ja? Abonnenten gesehen und so weiter. Also wie ihr uns unterstützt habt und so weiter, ist das natürlich der Knaller. Wirklich, das war das beste Jahr. Gut, ich muss auch sagen, wir haben auch 2019 mit dem YouTube, Mitte 2019 angefangen. Und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. 2020, wirtschaftlich Katastrophenjahr. Obwohl, also die erste Hälfte. Die zweite Hälfte war okay. Haben wir so ein bisschen so aufholen können. Ich hoffe, dass 2021 besser wird. Für alle. Ja, dass wir alle raus dürfen. Dass wir wieder essen gehen dürfen. Dass wir Treffen veranstalten dürfen. Messen. Ja, ich habe wirklich... Dieses Jahr war ich echt, ich glaube, das erste Mal seit 21 Jahren sehr, sehr traurig, dass wir nicht auf die Essener Motorshow gehen dürften. Weil die zu war. Ja, die hat nicht stattgefunden. Die war auch nicht andere zu. Messen, ne? Ja, auch SEMA Show. Für mich ist SEMA Show. Seit 11 Jahren sind wir da in Las Vegas immer vertreten gewesen. Was ich aber merke bei YouTube, dass viele Leute so denken oder schreiben Kommentare unter unseren Videos, dass zum Beispiel bei den Klamotten, wo wir die Klamotten rausgebracht haben, haben viele geschrieben, oh, jetzt macht jeder YouTuber, macht Klamotten. Wir sind keine Social Media oder typische YouTube-Firma. Wir produzieren, entwickeln Karosserieteile, ja, auch andere Bereiche. Uns gehören andere Firmen noch aus anderen Bereichen, was halt mir, nicht uns. Ich würde jetzt vom Priorität sein. Deswegen, wir sind ziemlich breit aufgestellt. Wir entwickeln, wir produzieren, wir beschäftigen uns mit dem Design und so weiter. Und das, was wir bei YouTube machen, ist einfach das, was wir hier jeden Tag machen, rüberbringen. Ja? In Form von einem Video. Wir wollen euch etwas teilhaben lassen an unserer täglichen Arbeit. Ja? Ich würde mich freuen, ehrlich gesagt, wenn wir noch mehr Videos machen könnten oder dürften. Nur, wie gesagt, zeitlich ist das natürlich, sind wir sehr, sehr, sehr begrenzt. Viele schreiben, zeig bitte den ganzen Prozess und so weiter. Würde ich lieben gerne, aber wir sind zeitlich wirklich etwas beschränkt hier. Ja? Deswegen, wirklich, ich wundere mich manchmal, wie ich das alles schaffe. Ja? Wirklich, wir drehen die Videos, ich mache die ganze Entwicklung, die ganzen Designs. Ich muss gucken, dass die Firma noch läuft, dass finanziell alles passt und so weiter und so fort. Also manchmal sitze ich wirklich freitags zu Hause abends und überlege, wie hast du die Woche geschafft? Ja, frage ich mich manchmal selber. Aber mit eurer Energie, ja, und meiner Energie, ich bin sowieso ein positiver Mensch. Mit meinem Team natürlich, ja klar, also ohne Team bin ich nichts. Ohne Abonnenten, ohne Team, was bin ich denn? Ja, ja, wenn wir keine Kunden, keine Dings hier, da sitzt du alleine auf dem Bordstein und kannst du gucken, wie die Autos vorbeifahren. Und dafür möchte ich mich wirklich
bei allen Abonnenten und bei Instagram. Ich poste auch so ziemlich viel bei Instagram zwischendurch mit dem Handy so kurz aufgenommen. Ich möchte mich wirklich bei euch allen sehr, sehr bedanken für das tolle Jahr. Wirklich. Ich versuche wirklich so viele Kommentare oder Nachrichten zu beantworten. Manchmal klappt das nicht, bitte nicht böse sein, aber manchmal ist es zu viel. Was ich sehr, sehr schön fand oder süß fand, ich habe in einem Video gesagt, ich mag Dominosteine. Leute, vielen Dank wirklich an alle, die mir Dominosteine geschickt haben. Das war nicht nötig, wirklich nicht. Aber ich habe mich wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Wirklich. Also das war eine Überraschung. Und normalerweise bekomme ich nicht so viele Geschenke, sage ich mal so. Ich mag auch keine Geschenke, ehrlich gesagt. Ich bin sehr, ich freue mich, ich schenke wirklich jedem was, ja. Aber wenn ich was geschenkt bekomme, das hat man vielleicht bei dem Jean-Pierre in dem Video gemerkt, wo ich den PC bekommen habe, diesen Monster-PC. Ich kann mich gar nicht freuen so richtig, weil ich kenne dieses Gefühl nicht, dass mir jemand was schenkt. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr überfordert mit solchen Situationen. Ja. Auch letztes Jahr, also 2019, auf der Motorshow in Essen, wie der Jean-Pierre das Mikro übernommen hat und hat mir zwei Sätze gesagt. Also wirklich, ich habe gesagt immer, du hast mich fast zum Heulen gebracht. Er meinte, ich weiß, wenn ich gewollt hätte, hätte ich dich zum Heulen gebracht. Ich möchte mich wirklich auch bei dem Jean-Pierre sehr, sehr bedanken. Nicht nur bei dem Jean-Pierre, sondern auch bei dem kompletten JP Performance Team. Ja, die helfen uns wirklich mit der Kamera, wenn wir Fragen haben, wie stellen wir das ein oder das ein. Wenn ihr euch die Videos vor einem Jahr anschaut und die Videos von heute, also ich finde, das ist schon ein cooler Unterschied, ja? Großer Unterschied. Und das ist natürlich auch, wo das Team vom JP Performance uns viel geholfen hat. Ja? Was gab es noch? Ja. Über Jean-Pierre haben wir sehr viele Kontakte bekommen, in welche Richtung auch immer, ja, in die Industrie. Wir dürften jetzt dieses Jahr wirklich schöne Autos bauen, ja, sehr schöne Autos, mit Autoherstellern zusammen. Und ja, das ist wirklich, mich macht sowas sehr, sehr, sehr stolz. Ja. Auch das Projekt mit dem Audi Coupé, also Audi 80 Coupé, sage ich extra, damit jeder weiß, worum es geht. Die Videos waren wirklich der Knaller. Vielleicht, wer das noch nicht gesehen hat, der kann sich das gerne nochmal hier auf dem Channel anschauen. Und es passiert nicht oft bei einer Firma wie wir, dass ein Chefdesigner, der bei Lamborghini arbeitet oder bei einem Chefdesigner, der bei Audi arbeitet, uns anruft und sagt, hey, guck mal hier, guck mal da, uns ein paar Tipps und Tricks sagt. Also diese Audi Coupé-Geschichte hat mich emotional und seelisch sehr, sehr, sehr aufgebaut dieses Jahr. Ja, also wirklich muss ich mal sagen, für mich war das, glaube ich, das Schönste. Ja, allein dieses Team, der Ruven Mohr, Jean-Pierre an der Seite zu haben, wir sind sehr, sehr gut drauf. Wenn wir zusammen sind, entsteht da so eine riesen Energie, die wir wirklich zum Explodieren bringen. Und das war so, glaube ich, die schönste Zeit. Ich möchte mich auch noch bei den Geistes bedanken, bei der ganzen Familie, für die Unterstützung. Nächstes Jahr, also 2021, werden sehr viele Folgen die Geistes laufen, wo wir immer wieder was zu tun haben. Ja? Also beziehungsweise ich bin da sehr oft zu sehen und ja, wir sind mittlerweile sehr gute Freunde und telefonieren sehr oft, auch jetzt nicht geschäftlich, sondern auch nur privat, was ich sehr schön finde. Die haben ein Riesenherz, wirklich ein Riesenherz. Die verlangen nie was, ja, und geben mehr als es nötig ist, wirklich. Also nicht, weil ich irgendwie Vorteile mir erhoffe oder sonstiges, sondern einfach wirklich, weil das Herzensmenschen sind. Wir haben auch zusammen die Sommerferien verbracht, beziehungsweise Sommerurlaub verbracht, was ich sehr schön fand. Wirklich vielen Dank nochmal, Robert, vielen Dank, Carmen,
auch an die Mädels, vielen Dank, die kümmern sich immer sehr nett, wenn wir da sind oder wenn ich da bin. Hyundai i30N, ja, die Community von diesem Fahrzeug, das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, ich finde das schön, dass ich so viel Zuspruch bekomme, privat jetzt über Instagram, hier an das Team, bekommen wir so viele schöne E-Mails, auch nicht Bestellungen oder Anfragen, sondern einfach auch schöne E-Mails. Da sind solche E-Mails wie wirklich erleichtert super Arbeit, das, was ihr gebaut habt und so weiter. Also wirklich ganz tolle E-Mails. Es macht uns stolz, dass wir sowas, ich sag mal, bauen, mit euch produzieren dürfen. Ja? Und dann bekommen wir so einen riesen Lob von euch. Ja? Ich wollte noch ein Danke sagen an Hyundai selber, ja, an dem Andreas. Der hat uns dieses Jahr ziemlich gut und so weit wie möglich unterstützt, ja, dass wir an Hyundai selber dran gekommen sind. Wir waren auf verschiedene Veranstaltungen und so weiter. Vielen Dank nochmal an die Torpedo-Gruppe aus Dresden, die uns Anfang des Jahres mit deren Fahrzeugen ausgestattet hatten, die uns die zur Verfügung gestellt haben, dass wir daran arbeiten dürften. Viele haben sich gefragt, warum haben wir jetzt gewechselt zum Hirsch? Weil der zuständige Mitarbeiter auch gewechselt hat. Und deswegen hat er uns quasi mehr oder weniger durch die sehr gute Betreuung von dem Tom, hat er uns zum Autohaus Hirsch nach Chemnitz gebracht. Die Zusammenarbeit auch ziemlich gut funktioniert. Vielen lieben Dank nochmal an den Mario von Autohaus Hirsch aus Chemnitz. Wisst ihr was? Ich nehme mein Handy, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich nicht so viele Leute vergesse, weil ich bin sehr, sehr emotional bei solchen Videos. Es ist sehr peinlich, wenn man manche Leute vergisst, ja, ohne Absicht. Wir danken noch an Performance Floor, ja, für den ganz tollen Boden, den wir hier bekommen haben. Vielen Dank an die Julia von BMW-Niederlassung in Düsseldorf für die Unterstützung dieses Jahr. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dem Case. Das Auto ist echt eine Überraschung. Danke nochmal an Ravinol für die Unterstützung hier. Zum Beispiel haben wir so schöne Pullover auch geschenkt bekommen von denen. Als Unterstützung haben wir über Adidas und Priorize. Ne? So schöne Pullover und wir haben für die ganz tolle Kooperation, ja, mit Ravinol. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr weiterführen können und noch größer und noch stärker gemeinsam werden. Danke auch an BMW Proker, an den Basti, der uns den M4 verkauft hat, den wir jetzt im März hoffentlich bekommen und mit unserem Projekt starten werden oder dürfen. M4 Competition. Geil. Danke nochmal an meine Freunde H&R, mit denen bin ich schon sehr lange befreundet, ja, und obwohl jetzt wegen Corona haben wir uns selten gesehen, wegen den Messen und so weiter, haben wir uns selten gesehen, aber trotzdem ab und zu telefoniert.
Danke nochmal an JP Performance, dass wir dem Hardcore Golf bauen dürften. Das ist wirklich eine sehr große Herausforderung gewesen. Solche Bodykits zu bauen, wir sind schon verrückt. Manchmal, wir können auch natürlich kleine Lippen und so weiter, bauen wir auch. Wir sind nicht nur Widebody-Hersteller, sondern wir bauen auch für viele andere Tuner in Europa oder weltweit sogar Designs, Prototypen und so weiter. Ja, also wir sind nicht nur Prior, wir machen auch für andere, wo wir jetzt vielleicht nicht mehr drauf eingehen sollten. Ja. So, Golf 2, dann die Beetle-Geschichte. Das ist so meins. Ja. Das Projekt an sich finde ich sehr stimmig, sehr schön. Ja. Und es macht wirklich Spaß, das Projekt zu machen. Und jetzt im Januar denke ich, dass wir auch unserem eigenen Beetle umbauen werden. Wo ich noch einen riesen Danke sagen möchte, ist an den André von Audi Zentrum Krefeld, ja, Türk und Fischer. Wirklich, wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Mann, ja, der uns immer unterstützt, egal was wir brauchen, kurz WhatsApp, tschack, funktioniert. Er ist wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr toller Mann. Also, wenn Audi braucht, Audi Zentrum Krefeld, wirklich kann ich nur empfehlen. Was wir mit Audi Zentrum Krefeld gemacht haben, ist das Projekt Audi RSQ3. Danke nochmal dafür. Was jetzt noch zum Jahresende passiert ist, womit wir niemals gerechnet haben, das Dacia-Video. Wir haben ein Video vom Dacia Duster gemacht und das, was da passiert ist, das kann man gar nicht beschreiben, weil das hat, glaube ich, niemand auch von euch erwartet, dass sowas passiert. Wir haben schon, ich sag mal, pro Video so bis zu 300.000 Aufrufe, aber das, was mit Dacia passiert ist, ja, 530.000 Aufrufe für ein Dacia, was wir eigentlich als Spaß gemeint haben, ja, dass wir so ein Konzept zeigen und so weiter. Was da passiert ist, hätten wir niemals gedacht. Wir haben wirklich, ich glaube, aus jedem Kontinent Zuspruch bekommen, dass wir das unbedingt bauen sollten. Wir werden das Dacia Bodykit bauen mit dem Auto aus Kittler. Ja, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Was noch so ein bisschen im Hintergrund läuft, ist das Nissan GTR Nismo Projekt zusammen mit dem Nissan Autohaus Bröbler. Das ist jetzt die Endlösung. Die Kooperation auch. Auch hier werden wir 2021 etwas mehr Rennstrecke und wirklich sehr, sehr schöne Performance-Teile bauen für das Auto. Ja, wie ihr merkt, ist die Liste wirklich sehr lang, obwohl 2020 mir nie so lang vorkam. Ich möchte mich auch noch bei dem AKF-Shop für Rollerteile oder für Motorradteile bedanken für die Kooperation mit der Schwalbe. Ja, wir haben die Schwalbe so ein bisschen, ja, das Projekt so ein bisschen nach hinten geschoben. Da gab es ein paar Komplikationen und so weiter, aber 2021 werden wir das Projekt zu Ende bringen. Ja. Ich möchte mich auch noch bei KW bedanken für das tolle Projekt mit dem Audi Coupé. Also wir haben wirklich ein wirklich krasses Fahrwerk gebaut. Beziehungsweise die haben das für uns gebaut, eine limitierte Serie, was ihr auch bei dem Audi-Videos sehen könnt.
Da haben wir sogar die Farben abgestimmt und eine limitierte Nummer aufgeschrieben und so weiter und so fort. Und an dem Günther, der in dem Porsche GT3 RS Video sehr sympathisch rüberkam. Der Günther ist ein Freund von mir und ein Kunde, beziehungsweise vom Kunde zum Freund geworden und ja, ein sehr, sehr, sehr netter Mann. Wo ich noch Danke sagen möchte, ist an die Cosima. Ja, die hat uns so schöne Geweihe hier zur Verfügung gestellt, dass wir die hier aufhängen und ein bisschen bunter und schöner die Firma machen. Ja, wer es möchte, kann sich das jederzeit bei uns anschauen. An Essart, einen Künstler, der in Essen und in Mülheim eine sehr, sehr schöne Galerie hat. Ja. Danke nochmal an meine Kinder, die unterstützen mich wirklich sehr seelisch. Ja, meine Kinder sind für mich an für sich wirklich ein und alles. Ja. Und die helfen ab und zu hier in der Firma. Jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, weil die Schule ist ja wichtiger als hier die Firma. Deswegen sollen die erstmal den Abschluss machen. Aber ich freue mich wirklich, dass die auch hier immer wieder kommen und uns so ein bisschen unterstützen. Vielen Dank an Tom und an Jason. Ich möchte mich wirklich vom Herzen auch bedanken an meine Mitarbeiter. Heute ist Samstag zum Beispiel, wo wir das Video drehen. Alle sind hier und arbeiten. Die hört man zwar nicht, weil wir alle Türen und so weiter zugemacht haben. Auch die Musik läuft nicht mehr wegen dem Video. Aber es ist Samstag, kurz vor Weihnachten, und die sind trotzdem hier und verpacken eure Pakete. Wir haben so viele Kalender verkauft, wir haben alles Mögliche, wirklich auch die Plakate. Also wir sind wirklich versandtechnisch sehr überfordert, ja, zurzeit, weil wir mit so einer großen Resonanz nicht gerechnet haben. Jetzt habe ich hoffe, alle vorgelesen, und ich hoffe wirklich, ich habe niemanden vergessen. Wenn ich jemanden vergessen habe, dann trotzdem liebe Grüße an die ich jetzt nicht aufgeführt habe, aber die für mich da waren. Ja. Wir haben wirklich sehr, sehr viel geschafft. Wenn man sich wirklich das auf ganze Jahr aufteilt, ist fast jeden Monat nur für unsere Zwecke ein Bodykit entwickelt worden. Ja, manchmal zieht sich das alles. Man denkt, okay, das sind 3 Monate vergangen, aber irgendwann kommt so ein Schub, wo wupp, alle auf einmal fertig sind. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir eigentlich für 21, dass wir erstens, dass wir wieder so ein bisschen freier uns bewegen dürfen. Ja? Dass die Messen wieder stattfinden, dass wir wieder uns sehen, live sehen. Was ich auch natürlich sehr, sehr, sehr vermisse, weil ich liebe Messen. Da sehe ich immer die meisten Leute, mit denen ich auch über Instagram oder hier bei YouTube kommuniziere. Dass mein Team etwas größer wird. Jetzt direkt am Anfang Januar fängt ein neuer Mitarbeiter im Verkauf bei uns an. Der ist ja sehr, sehr gut geschult im Punkto Verkauf. Das ist der Dadan. Diesen Namen werdet ihr vielleicht ein bisschen öfter in den Videos hier sehen und hören. CNC-Fräse. Ich wünsche mir die nicht, weil sowas kann man sich gar nicht wünschen, aber ich wünsche mir, dass ich die quasi bis Ende 2021 mir finanziell ohne große Anstrengung leisten könnte. Ja, das würde uns riesen Schubs nach vorne geben und natürlich auch Vorteil für unsere Mitarbeiter, die an der CNC-Fräse sitzen und quasi arbeiten. Ich wollte noch meine Mama grüßen. Meine Mutter guckt immer meine Videos und ruft mich immer danach an und freut sich. ja, danke Mama, hallo Mama. Vielleicht kannst du das hier einmal kommentieren. Ja, was wünsche ich mir noch für 21? Ja, ich persönlich, also jetzt nicht für die Firma, sondern ich persönlich, einen Mann für meine Mama. Also, wenn jemand zu Hause einen Papa hat, ja, der schon etwas älter ist und Single ist, der kann sich gerne bei meiner Mama bewerben. Also bei mir. Was ich mir noch wünsche, dass es bei mir etwas privat besser läuft. Ich habe 2020 etwas so einen Knick bekommen, privat,
im Sommer. Und zwar ich, meine Ex-Frau und ich, wir haben uns entschieden, dass wir andere Wege gehen, vorsichtig gesagt. Ja. Aber ich hoffe, dass 2021 frischer Wind kommt und wir die Segel wieder aufstellen und gemeinsam alles hier hochfahren, dass wir mit dem Segelboot richtig scheppern. Und es wird auf jeden Fall breit. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Partymäßig wird, glaube ich, nicht so dieses Jahr. Aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Silvester. Genießt die Zeit und wir sehen uns nächstes Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.